Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tech World 2. So, nachdem die letzte Folge ja ein bisschen später kam und davor die Folge irgendwie so zweimal. Ja, oh, warte mal, ich hab vergessen Skype zu schließen. Ja, tschüss mit dir. Ja, komm, schließe ich nochmal gerade alles, was geht. Habe ich total vergessen, sorry. So, sollte es auf jeden Fall schon mal wieder was flüssiger laufen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt in der letzten Folge, waren wir so ein bisschen hier mit Tinker-Konstrukt beschäftigt. Hab da sogar noch ein bisschen länger gemacht, als ich wollte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr richtig, wo ich dran war. Ah ja, und noch ganz wichtig, da ich ja auch teilweise, ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich gerade anfangen soll. Ich fange jetzt mal so an. Ihr wisst ja schon mal, dass ich alle schon mal Musik laufen hatte, aber die ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich nach 2 Sekunden einen totalen Kreislaufkollaps bekommen habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal was dran gearbeitet und ich habe es endlich geschafft. Ich habe endlich mal was Musik gefunden, die auch lizenzfrei ist. Und wo ich nicht nach 2 Sekunden mich selbst umbringen möchte. So. Nochmal ganz kurz reparieren. Das war ja... Und dann würde ich sagen, lass ich einfach mal die Musik laufen. Na, fängt natürlich sofort mit dem Lied an, war ja klar. Wer die Musik haben möchte, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hoffe, sie gefällt euch. Könnt ihr mal was zu schreiben, würde mich super freuen. So, jetzt aber mal gerade schauen. Wir waren bei Tinkers Construct dran und wollten jetzt erstmal hier die Smeltery aufbauen. Das brauchen wir. Wow, das ist Clay, Sand und Gravel. Sand habe ich einen Stack, Gravel. Nehme ich nochmal hiervon einen Stack und schmeiß das in den Pulverizer. Mach das aber dann nochmal aus. So. Nehmen wir schon mal einen Stack mit Clay. Ach, hier haben wir gar keinen. Ja, das ist jetzt doof. Gut, dann machen wir das eben so. Also, was war das? Mixed Sand? Roadway? Okay. Auf jeden Fall Clay, Sand und Gravel ergeben Grout. Das ist so ziemlich die wichtigste Zutat für die Smeltery. Okay, wo haben wir noch? Ach, der ist nochmal dann durchschmelzen. Ja, Pokémon. Habt ihr eigentlich Pokémon gespielt? Oder... Ja. Habt ihr Pokémon gespielt? Würde mich voll interessieren. Also, ich bin ehrlich, ich bin ein riesen Pokémon-Fan. Freue mich auch schon auf die nächsten Spiele. Omega Rubin, Alpha Sapphire. Bin mal gespannt, was die da so raushauen werden. Ja, okay, das geht noch rüber. Perfekt. Was wollte ich jetzt hier? Ja, Sand. Und lieber Südjäger, du siehst es jetzt auch hier. Hier klappt super. So, hier auf jeden Fall werden wir Gold im Ofen schmeißen und hier wir diese Seared Bricks. Und da müssen wir jetzt so ein paar Sachen craften. Wichtigste ist einmal der Smeltery Controller. Also ich bin Gott, Smeltery Creator. Aber schon gleich das nächste Buch bekommen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall ein Glas. Haben wir das noch überall? Irgendwo rumfliegen? Ja, hier haben wir da noch Glas. Limestone brauche ich nicht. Wir brauchen noch einen Smeltery Tank. Oder Seared Tank. So, und ich habe jetzt einmal was überlegt, wie ich das aufbauen möchte. Und zwar würde ich dann hier so einen Viererweg machen und dann hier die Smeltery direkt hinklatschen. Ich schätze mal, das wird echt gut aussehen. Und wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall, Smeltery Controller. Ne, den wollte ich dann nicht haben. Seared Tank. Ja, ja, Pikachu. Ich habe Joghurt. Wieso ist jetzt eigentlich hier wieder? Habe ich die zu filmen?
gedacht, oder war gerade ein Seed-Battle auf? So. Okay. Das muss man eigentlich immer noch warten auf das Squash, dass es fertig ist. Ich mach das mal gerade nach. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Smeltery Grains. Davon mache ich mal gerade 2. Dann brauchen wir einen Casting Table, müsste der heißen. Jawohl. Hier Bricks brauchen wir. So. Die Drains packe ich erstmal genau falsch rum hin. Ma. War ja klar. Ich werde auf jeden Fall mal gerade nur die Smeltery fertig machen. Mehr gibt es heute dann noch nicht. Also, nachdem die letzten beiden Folgen so lang waren, kann jetzt auch mal wieder eine kürzere kommen. Ich weiß, ihr wollt immer mehr Folgen und längere Folgen haben. Aber ich muss ja auch das Ganze noch verarbeiten und hochladen und will ja auch noch heute am Tag schaffen. Und zwar. Boah, ich liebe die Musik gerade richtig. Also ich finde die richtig schön und spannend. Also wie gesagt, Video, Musik dazu ist in der Videobeschreibung. Einfach mal reinschnuppern. Wir brauchen noch 2 Seer Frosses. Und dann können wir glaube ich auch schon wieder den nächsten rausholen und ja komm. Da warte ich jetzt noch auf die 2 ab. Dann können wir wieder 2 Bricks machen. Okay. Weil ich mir wieder momentan richtig aktiv am Spielen bin, einfach weil ich Langeweile und Lust drauf habe, ist von Feed the Beast Modpack Launcher Dingens Gedönse. Dann Aquarian Skies. Habe ich momentan wieder richtig Bock drauf. Also, es ist auch ein cooles Modpack, muss man sagen. Warte mal, ich glaube, da könnte man einfach nochmal schneller gehen, indem ich einfach oben den Ofen mal dazu benutze. Das war unterwegs mal der Baked Potato. Ja, warum das mit den Lime Settings nicht funktioniert hat, habe ich immer noch keine Ahnung. Aber gut. Wird er dunkel oder wird er Nacht? Ich meine, wird Nacht oder fängt man zu trinken, aber es wird dunkel. Also es wird Nacht. Ne? Und dunkel. Und Nacht und. Okay. Dann suchen, machen wir mal weiter hier. Gehen wir unten nochmal ein paar Bricks holen. Ich habe mir da schon so weit überlegt, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Und zwar würde ich das gerne wirklich so machen, dass es direkt raus wird. Das sollte halt mit dem. Also mit dem Hopper klappt das auf jeden Fall. Aber ich will mal schauen, ob das auch mit den Item-Ducks geht. Fände ich auf jeden Fall recht cool. Okay. Nein, Mamo, einmal richtig. Und du da hin, machst du schön. Also wenn wir jetzt mal hier drauf schauen, Smeltery Controller, Inverted Structure, können wir jetzt mal reinschauen, aber passiert noch nichts. Das mache ich auf jeden Fall auch nochmal schöner. Ich glaube, langsam können hier mal ein paar neue Gebäude hin. So, der ist fertig. Wieso war mir das jetzt klar? Und nein, ich werde jetzt nicht drauf eingehen, wieso es mir klar war, warum es 31 sind.
Einfach wegen einem Kumpel von mir. Der hat mich einmal verrückt gemacht. Ich mach einfach mal zwei Truhen. Und den setze ich jetzt mal falsch. Ich wollte gerade sagen, nur noch zwei Gold. Eine Iron Chest. Haben wir hier noch Item Ducks? Jupp. Das könnte. War da noch ein Servo? Ne, da macht man noch zwei Servos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. So. Damit sollte jetzt gleich die Smelte wie schon mal fertig sein. Jawoll. Und dann setzen wir das Ganze so hin. Holen wir uns mal kurz hier runter. Da lassen wir hier ein. Setzen da den Crafting Table hin. Da ein. Und lassen das Ganze nach da oben laufen und machen mal ganz kurz den hier. Und den und den. Da, 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 da. Lassen alles rauspumpen. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und dann packen wir jetzt mal hier die Iron Chest drauf. So. Was brauchen wir, damit das jetzt läuft? Also, schauen wir uns mal hier das Mighty Smelting an. Hier werden wir nochmal was zum das Metal lernen. Da. Also hier ist der grundlegende Aufbau. Hier, wie das aufgebaut wird, und dann kommen wir hier nochmal zu den Alloys, also zu den Legierungen. Bronze und wird aus Kupfer und Zinn mit einem Verhältnis von 3 zu 1 gemacht. Aluminium Brass gibt es, das ist 3 Aluminium und 1 Kupfer. Manulin sind 2 Kobalt und 2 Alit. Alumite, Aluminium 5, Iron 2 und Obsidian 2. Pig Iron, Iron 1, Blut 1 und 1 Emerald. So, also. Hier will ich mal, wie man ein paar damit schnell Flüssigkeiten bekommt. Zum Beispiel nehmen wir dann einfach Blut, einfach wenn wir daran Schaden kriegen, wird daran Blut gesammelt. Emeralds, indem wir einfach Emeralds verflüssigen oder Villager schlachten. Glue, also Klebstoff, indem wir Pferde schmelzen, was irgendwie komisch klingt. Slime von diesen Inseln. Ups. Und ein Ender, flüssigen Enderbucket, in dem wir einfach eine Enderperle unter einen Enderman daran schmelzen. So. Hier gibt es dann noch hier diese Cast. Hier wird nochmal erklärt, wie das Board gemacht wird. Und wie dann die Bricks gemacht sind. Die ganzen Rezepte. Casting Channel, was ist das? Einfach um das weiterzuleiten, oder? Auf jeden Fall, hier kann man noch so ein paar Sachen mitmachen. Zum Beispiel, indem wir Sinn auf Gravel fließen lassen, kriegen wir Brownstone. Und wenn wir Glas schmelzen, also Sand, kriegen wir Clear Glass. Oder Steine, kriegen wir den Seared Stone. Ja. Wenn wir eine Enderperle, also flüssiges Ender, auf Obsidian fließen lassen, kriegen wir Endstone. Glue kannst du auch noch raushaufen lassen, kriegst du einen Glue Ball. Ja. Das war es auch schon so weit, was in diesem Buch erzählt wird. Aber wir wollen ja auch noch was weiter machen. Und zwar brauchen wir, damit wir vorankommen, brauchen wir Lava. So, damit ich aber nicht da immer wieder unten, weil da drüben die Lava klaue, wollte ich mir jetzt erstmal schauen, dass ich mir jetzt erstmal ein Jetpack mache. Und, naja, Leadstone würde ich das mal sein lassen. Ich würde mir gerne mal dieses Tuberous Jetpack machen. Ich habe keine Ahnung, was er genau macht, aber es ist mal recht günstig. Was brauchen Strings? Die gehen ja vielleicht nochmal. Ach so. Machen wir einfach mal ein bisschen was. Wir brauchen dann noch einen Tuberous Flux Capacitor. Obwohl, warte mal, müssen wir noch aufnehmen. Ne, das machen wir einfach später. Dann mache ich wieder erstmal ein paar Eimer. Oder wir machen uns mal einen Eimer. Weil es gibt da ja noch eine schöne Möglichkeit von Thermal Expansion, und zwar den
Portable Tank. Ja, Portable Tuck. Ja, Creative. Wir machen uns einfach mal den normalen. Brauchen wir Glas für? Ich mache einfach erstmal von zwei. Wer weiß, wer wir uns gebrauchen kann. Zwei Kupfer. Und dann bauen wir uns jetzt mal gerade kurz hier runter. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier unten noch, da sieht man schon so einen Höhleneingang. Und da würde ich gerne mal kurz hin, weil da war Lava, das weiß ich. Oh, dann nehme ich auch gerne mit. Ja, wir wollen nur Lava holen, ne? Also die Lava hole ich dann jetzt noch, dann beende ich auch die Folge. Wird wahrscheinlich gerade kürzer, weil, naja, die letzten Folgen waren ziemlich lange. Ich mache mir dann jetzt einfach mal hier aus Erde einen Weg hin. Ich sehe mich schon wieder da unten, das sehe ich. Komm. Oh Scheiße. Nehmen wir den Expressway runter. Ja, weiter. Ist jetzt gerade ein bisschen dunkel. Ich habe aber glaube ich keine Fackeln dabei, nee. Was bist du denn für ein Vollidiot? Gehst du in die Höhle ohne Fackeln? Schnauze. Oh, hier ist auch noch Putzstein. Nehme ich mir auch einen Rollgang mit. Auf jeden Fall, hier war Lava. Das machen wir jetzt ganz einfach. Setzen wir da den Tank hin. Das hätte ganz leicht ins Auge gehen können. Okay. Den anderen Portable Tank machen wir dann auch noch voll. Den kann man ganz einfach mit der Wrench dann wieder abbauen. Ich sollte aufhören, Schiff gedrückt zu lassen. Schiff zu drücken. Oh, das ist Lapis. Gut. Jetzt würde ich aber gerne mal hier an der Redstone rankommen. Da kommen die, wenn man mit geht. Wer weiß ja, was wir jetzt brauchen können. Lapis können wir bestimmt noch brauchen, als ob man in einem Technikobjekt mal keinen Lapis braucht. Also, da träumt man ja nur voll. Haben auch Level 40 bekommen. Hier ist nichts mehr. Komm, dann lasse ich jetzt sein. Ich komm, da kommt mich hier noch mit und gehe nochmal kurz da drüben hin und dann beende ich die Folge. Weil ich war noch gar nicht in den Höhlen hier richtig drin. Nur mal kurz drin und ausgeleuchtet. Warte. Oh, da sind auch Dias, die nehme ich mal mit. Okay. Oh, die habe ich dann auch übersehen. Meins. Ah, was ist auch passiert nicht, dass noch nicht alles war. Ah, komm schon, einer geht noch. Oh, schade. Vier Dias schon mal? Wir jetzt mal ganz kurz dahin. Die nehmen wir auch noch mit. Ich kann nicht an, dass ich die Dias übersehen habe. Oh. Gut. Dann decke ich mich jetzt hier mit hoch.
Oh. Ach, hier war es ja weiter. Mit dem Cobblestone mal hoch. Ja, es geht doch ordentlich auf die Futteranzeige, ich weiß. Und wir sind oben, gehen nach oben und starten dann. Ich beende jetzt aber hier schon mal die Folge. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, erkennt den Rotz, schmeißt es unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, schreibt dann mal einen Kommentar zu der Musik, ob die euch so gefällt, ob ich sie drin lassen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es hier heißt. Tech World 2 mit mir. Bis dahin. Tschüss.